Der Angriff der Hamas auf Israel ist der klassische schwarze Schwan, etwas, womit niemand gerechnet hat. Und das ist jetzt das Thema, das alle anderen Themen zunächst mal überlagern wird. Denn eines erscheint klar, dieser Konflikt wird nicht schnell vorbeigehen. Und die Hauptfrage wird sein, wird es zu kriegerischen Handlungen zwischen Israel und dem Iran kommen? Erstens. Zweitens, wie stark werden sich die Amerikaner in diesen Konflikt involvieren, nachdem amerikanische Bürger getötet wurden, nachdem amerikanische oder Menschen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, meistens Doppelstaatsbürgerschaft, israelisch-amerikanisch, verschleppt wurden in den Gazastreifen? Und was also werden die Amerikaner tun? Wie werden sie sich verhalten? Sie haben schon klar gesagt, dass sie da ganz klar eine Linie fahren werden. Also wie ist das Eskalationspotenzial dieses Konfliktes? Und die Gradmesser, die Fieberkurven werden zwei Dinge sein. Erstens natürlich der Ölpreis, der schon mit Eröffnung der Märkte gestern, am Sonntagabend nach oben schoss einerseits, und vor allem der Dollar andererseits, nachdem heute in den USA zwar die Märkte offen sind am Columbus Day, also an einem Feiertag, aber die Anleihemärkte sind geschlossen. Aktienmärkte geöffnet, Anleihemärkte geschlossen, sodass die Aussagekraft der Anleihe-Futures, die heute durchaus laufen, eine gewisse Begrenztheit hat. Schauen wir uns die Gemengelage jetzt mal an. Was ist hier zu erwarten? Man vergleicht das ja jetzt schon mit dem Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, 6. Oktober 1973 damals. Damals ging es darum, dass verschiedene Staaten involviert waren. Armee gegen Armee ist diesmal nicht der Fall. Dennoch glaube ich schon, dass dieser Vergleich nicht komplett hinkt, denn es ist die größte Existenzkrise Israels seit eben dem Yom Kippur-Krieg, der damals auch für die Israelis sehr überraschend kam. Israel war sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Diese Justizreform von Netanyahu hat letztendlich alles irgendwie absorbiert. Jetzt dieser Game Changer, jetzt diese völlig veränderte Situation. Und damals gab es ja dann die Ölkrise, nachdem viele arabische Staaten gesagt haben, wir boykottieren den Westen mit Öllieferungen. Öl über 70% gestiegen. Damals war natürlich Öl noch viel wichtiger als heute. Heute sind manche Sachen ja schon entfossilisiert gewissermaßen. Also die Frage ist, wie wird diese ganze Geschichte ausgehen? Aber auch die Frage mit dem Ukraine-Krieg. Die Amerikaner, die ja ganz klar auf Seiten der Israelis stehen, führen jetzt im Grunde, wenn man so will, einen Zwei-Fronten-Krieg, einen indirekten Zwei-Fronten-Krieg. Einerseits die Unterstützung Ukraine, andererseits jetzt die Unterstützung eben Israels. Und Israel fordert hier schon etwa Waffen an und sagt, könnt ihr uns gerade für den Iron Dome, dieses Abfangsystem, hier Waffen liefern? Wir sehen jetzt über 1100 Tote Israelis, natürlich auch Palästinenser im Gazastreifen, die jetzt durch die Gegenattacken ums Leben kommen. Es ist furchtbar und irgendwie auch alles ohne Perspektive. Wir sehen den Ölpreis steigend, wir sehen, dass die israelische Zentralbank hier Dollar verkauft, um den Schekel zu stabilisieren, der unter Druck kam. Das wird natürlich wirtschaftlich für Israel auch ein schwerer Rückschlag werden. Aber jetzt eben die Frage, welche Ausweitungen erfährt dieser Konflikt? Erstens Hisbollah, die ja so ein bisschen ein paar Raketen geschossen haben auf Nordisrael, aber das war eher so symbolischer Natur, das war jetzt nicht das, was die hätten machen können. Also da hält man sich noch zurück. Auch die Hisbollah ist natürlich vom Iran gesponsert. Wie wird diese Geschichte gehen? Zweitens die Iraner, wie werden die sich hier verhalten? Das Parlament hat ja gejubelt, die finden das offenkundig ganz toll, wenn Menschen da abgeschlachtet werden. Und hier eben die Frage, wird man die Straße von Hormus möglicherweise verminen? Das ist ein Hub, durch den unfassbar viel Öltransporte laufen, aber auch Flüssiggastransporte etwa aus Katar heraus. Also das wäre dann letztendlich eine Eskalationsstufe, auch wenn zum Beispiel Israel bestimmte Anlagen in Israel, in Iran beschießen würde. Das dürfte den Ölpreis über die 100er Marke treiben und das wäre dann ein Riesenthema, zumal wir eine latente Unterversorgung haben. Es fehlen 2 Millionen Barrel per Day und die Inventories, also die
Lagervorräte, die sind so gering wie schon lange nicht mehr. Also das trifft die Welt durchaus an einem empfindlichen Punkt. Hier nochmal ein paar zentrale Punkte. Amerika in diesem Dilemma. Ukraine, Israel, die Mittel sind endlich, zumal die USA ja in einer Schuldenkrise sind. Diese Government-Shutdown-Geschichte jetzt wahrscheinlich Mitte November wieder auf uns zukommt. Die wiederum eben die Folge dieser immensen Verschuldungskrise ist, Saudi-Arabien, das ja in einem Annäherungsprozess zu Israel war, da hat man sich deutlich angenähert. Wird das weitergehen oder bricht das jetzt ab, womit die Hamas wahrscheinlich ihr Ziel erreicht hätte? Das Ziel war vor allem, diese Annäherung zu unterbinden. Auf der anderen Seite sehen wir bei den Palästinensern eigentlich eher gemäßigtere Kräfte, wie Präsident Abbas, die sich hinter diese Angriffe auf Israel stellen. Du kannst wahrscheinlich in dieser Situation als Führungsfigur in Palästina nicht sagen, nee, das finden wir grausam, was da passiert. Also die Radikalen haben damit faktisch das Sagen, haben damit faktisch das Narrativ, das Handlungsnarrativ gesetzt. Das ist das große Problem. Die Frage ist, wird das dann auch in Israel so sein, dass da die radikaleren Leute hier das Handlungsnarrativ bestimmen können? Wir sehen dann Äußerungen von Russland und China, die überraschend balanced waren, wie manche Beobachter hier meinen, aber im Endeffekt ja doch klar die palästinensische Seite favorisieren. Und dann eben, wie wird die Hezbollah sich verhalten? Das sind die Fragen, die ich bereits angeschnitten habe hier. Wenn es dazu kommt, dass Israel etwa Anlagen in Iran bombardiert, weil sie sagen, da wird die Atombombe vorbereitet, gebaut, wie auch immer, dann dürfte der Ölpreis sogar über $150 steigen. Alpine Macro sieht die Wahrscheinlichkeit hierfür bei 20%. Man vergleicht das hier auch mit dem Beginn der Invasion der Russen in der Ukraine. Damals die Märkte ja auch erstmal eine Zeit lang ziemlich unter Druck. Und wie gesagt, das ist die entscheidende Frage. Iran mit dabei, eigentlich ja relativ offensichtlich. Das haben Hamas-Sprecher bereits gesagt, die gesagt haben, dass der Iran geholfen hat. Jetzt aber für die Amerikaner wichtig, Artikel im Wall Street Journal. Iran helped plot attack on Israel over several weeks. Man hat sich da offenkundig in Beirut getroffen und da wurde das dann letztendlich logistisch geplant. Ohne die Iraner wäre das ja ohnehin kaum möglich gewesen. Also doch der Iran natürlich im Fokus und vor allem die Reaktion der Israelis und der Amerikaner und natürlich der Ölpreis. Hier sehen wir, der ist natürlich nach oben geschossen. Wenn wir dieses Hoch, was wir hier hatten, heute überbieten sollten, dann denke ich, würde diese Rallye weitergehen. Das sind die Fieberkurven gewissermaßen, die uns jetzt anzeigen, was der Fall ist. Und hier sehen wir den Dollarindex, der ja am Freitag abverkauft wurde. Trotz der stärkeren US-Arbeitsmarktdaten, zunächst war er gestiegen, dann ist er abverkauft worden. Jetzt sehen wir diese Erholung im Dollar. Das ist sozusagen das Fieberthermometer für die Finanzmärkte, könnte man sagen, weil, wie gesagt, heute die Anleihenmärkte physisch geschlossen sind. Nochmal zu diesen Arbeitsmarktdaten, waren ja viel besser. 6 Sigma Abweichung. Vormonate nach oben revidiert und. Schwere Zweifel allerdings an den Arbeitsmarktdaten. Hier zum Beispiel alleine in dem Bereich Leisure Hospitality, also Gastgewerbe, unsaisonal adjustiert, sind hier praktisch 466.000 Stellen verloren gegangen und seasonal adjusted sind 96.000 dazugekommen. Da kann man sich denken, was man will. Wir sehen auch, dass wir vor allem Teilzeitkräfte hier stark zulegen konnten. Also letztendlich sind wahrscheinlich sogar Stellen verloren gegangen. Faktisch dürften diese Daten viel schlechter sein, als die Headline es suggeriert. Aber wir hatten eben diese hohe Put-Absicherung, diese hohe Short-Positionierung und dann ist, nachdem die Märkte anfangs gefallen sind, gab es eben diese massive Rallye. Hier sehen wir sie, Nasdaq 100, etwa 1,7%. Hier stehen, aber don't be fooled, sagte Tom hier, trotz dieser massiven Anstiege haben wir mehr neue Tiefs wieder gesehen als neue Hochs, nämlich 52 Wochen Tiefs als 52 Wochen Hochs. Das heißt, wir sehen, die innere Schwäche dieses Marktes ist ganz evident. Und wenn wir uns mal die Heatmap der letzten Woche anschauen, dann sehen wir wieder Big Tech hat es gerettet mit Apple, mit Microsoft, mit Nvidia, mit Tesla,
mit diesen ganzen Playern, die es immer wieder schaffen. Wobei Energie in der letzten Woche der große Verlierer war. Hier sehen wir mal Average US Stock, also praktisch die ganze Geschichte nicht marktgewichtet, sondern wenn jede Aktie gleichgewichtet wäre, sehe die Situation hier ganz, ganz anders aus. Unten sehen wir übrigens Retail Stock Allocation. Und obwohl die Retail Trader, also die Privatinvestoren in den USA, mental negativer geworden sind, ist die Allokation, ist ihre Allokation in Aktien nach wie vor sehr, sehr hoch. Interessant auch, dass am Freitag trotz der Aktienrally die Anleihen nicht wirklich hier Entspannungssymptome zeigten. Wir sehen keinen Abverkauf der Renditen, also keinen Anstieg der Anleihekurse mit anschließendem oder mit dadurch bedingtem Fall der Renditen. Das sehen wir überhaupt nicht. Das ist ein kleines Manko. Und hier sehen wir nochmal das Verhältnis Nasdaq zu Treasuries, also Nasdaq zu US-Staatsanleihen. Die Ratio steht jetzt bei 70% höher als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Also die Dickfische, die Magnificent Seven, die müssen es richten. Wenn die unter Druck kommen, dann könnte es unschön werden. Unter Druck sind ja schon die Anleihenmärkte gekommen, respektive die Renditen gestiegen. Dieser Sell-off, den wir sehen, der geht im Grunde jetzt, ist der schlimmste seit 1787. Und da habe ich nur noch ganz schattenhafte Erinnerungen daran, weil ich damals noch sehr, sehr jung war. Aber das ist schon ein echter Sell-off und man kann, wie Holger Cepic es hier bringt, vielleicht zwei entscheidende Faktoren oder zwei auslösende Faktoren nochmal nennen. Natürlich leben die Amerikaner schon lange über ihre Verhältnisse, aber dann kam noch die Steuerreform unter Trump. Das heißt, man hat immer weniger Steuern über Unternehmen eingenommen und jetzt eben unter Biden diese Green Energy Geschichte, die faktisch nicht ein Inflation Reduction, sondern ein Inflation Acceleration Act ist, also die Inflation beschleunigt. Das ist eben alles hochgradig problematisch, hochgradig defizitär. Und hier sehen wir mal, was die Amerikaner an Staatsanleihen ausgeben oder an emittieren, genauer gesagt. Hier sehen wir, dass wir im September schon ein größeres Volumen hatten als in den ganzen Jahren zuvor, mit Ausnahme 2020, als in die Corona dann die Amerikaner auch viele Anleihen emittiert hatten, damals allerdings zu sehr niedrigen Zinsen. Was macht der Konsument in die USA? Wir haben am Freitag dann noch Consumer Credit Daten bekommen und es waren vor allem Auto Loans und Student Loans, die massiv zurückgegangen ist. Minus 15,6 Milliarden Dollar, das ist der größte Rückgang seit 2020. The Credit Cycle is over. Es ist jetzt wohl Ende Gelände mit der Kreditparty. Wir sehen schon, dass wahrscheinlich auch im September die Konsumenten sich deutlich zurückgehalten haben. In den USA kommen wir now to something different. That is China. Hier sehen wir das Ende der goldenen Woche. Wir sehen die Reisetätigkeiten hinter der Erwartung der Regierung, wenngleich natürlich stärker als in den Vorjahren. Wir sehen Golden Week Spending. Naja, kann man sagen, das war so inline, war so erwartet, aber in der Summe ist das eher jetzt nicht unbedingt großartig, wenngleich auch nicht dramatisch, was hier an Konsum in China gelaufen ist. Dramatisch ist die Lage für die Ampel, vor allem für jenes unglaubliche Fotomodel, was Sie hier oben sehen, Frau Faeser. Die Ampel hat ein Desaster erlebt. Ich denke, das wird Folgewirkungen haben. AfD sowohl in Bayern als auch in Hessen, zweitstärkste Partei. Das ruft international Echo hervor. Die FDP schon in Gestalt von Kubicki, der gesagt hat, so geht's nicht weiter. Die FDP sozusagen ja eigentlich inhaltlich ziemlich quer zu vielen Projekten der SPD und der Grünen vor allem. Deswegen kann es sein, dass aufgrund dieser Wahlen wir demnächst sehr viel politische Unruhe hier in politische Unruhe in Deutschland bekommen werden. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen, die ich noch mitgeben möchte. Erste: Aktienmärkte, Ölpreis. Wie reagieren die Märkte auf den Krieg in Israel? Was sind die übergeordnet wichtigen Aspekte, die Sie beachten sollten? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung: Goldpreis steigt. Ist Gold jetzt der sichere Hafen, der wirkliche Zufluchtsort? Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Ölpreis steigt deutlich nach Hamas-Angriff auf Israel. Wie dürfte es da weitergehen? Welche Konsequenzen hat das? Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.